Ewig nicht mehr geschwätzt und mich gezeigt. Hallihallo, ihr Lieben. Ja, Transformation. Zwiebelsystem. Es passiert täglich so viel, dass es für mich sehr schwierig war, jetzt ein Video zu drehen, da ich einfach... Es ging einfach nicht. Und jetzt hatte ich schon zwei dicke Impulse, ein Video zu machen. Und bin denen aber nicht wirklich gefolgt. Und jetzt mache ich es einfach. Ihr wisst, ich habe ja schon mal ein Video über Liebe ist alles gemacht. Kann ich euch vielleicht da irgendwo verlinken? Mal schauen. Und bedingungslose Liebe, Selbstakzeptanz, alte Zeit, Schwarz-Weiß-Denken, Gegner sein oder dafür Sprecher, neue Zeit, es annehmen, wie es ist. Jeder entscheidet selbst. Man gibt keinen Senf mehr dazu. Man lässt einfach alles so, wie es ist. So, wie es für den anderen gut ist. Frei. Einfach frei. Bedingungslose Liebe. Was ist das für dich? Würde mich interessieren. Frag dich mal, was ist Angst für dich? Was ist Angst? Könnte Angst eine Illusion im Kopf entstehende, verknüpfte, domestizierte Dinge zu tun haben, um sich zu bremsen, irgendetwas zu erfahren? Ist Angst eine Emotion, ein Gefühl? Ich habe mal gehört, es gibt nur zwei Dinge auf der Welt. Und zwar, das ist die Angst oder die Liebe. Was ist Liebe? Liebe könnte auch Urvertrauen bedeuten, Freiheit, annehmen, loslassen, Akzeptanz, Respekt gegenüber alles, was ist. Wisst ihr, warum begrenzen wir uns von unserem Geist, was wir durch die Eltern, durch die Schule, durch die Ausbildung, durch unseren Arbeitgeber, was auch immer, unseren Freund, Freundinnen, Freundeskreis. Wieso ist das so? Kann man da ausbrechen aus diesem Kreislauf? Ja, man kann. Es ist ein Weg. Und wir sind hier. In diesem Leben einfach spazieren zu gehen, jeden Moment genießen. Warum ärgert man sich? Was ist Ärger? Wo kommt Ärger her? Könnte das Gleiche das sein wie mit der Angst vielleicht? Hat das was mit dem Ego zu tun? Die Ich-Persönlichkeit? Ich? Wir sind viel, viel mehr als nur das kleine Ich, der Name, das Haus, das Auto. Wir sind so viel mehr.
Fühlt ihr das auch? Habt ihr Themen, die euch bewegen? In der Zeit, wo wir jetzt stecken, ist das nicht spannend gerade hier? Hier zu sein, zu leben, lebendig zu sein in einem Körper? Man kann schauen, riechen, fühlen, schmecken, wahrnehmen. Wir haben einen Geist, ein Herz, Organe. Wir haben die Technik und noch so viel mehr. Genießt ihr jeden Moment in eurem Sein, in eurem Leben? Es spielt keine Rolle, wo ihr das Leben genießt. Es geht immer um hier und jetzt. Man kann das Leben überall genießen. Ob im Stau, beim Schaffen, beim Wäscheaufhängen, Abwaschen, spazieren gehen. Herrlich. 2 Stunden bin ich irgendwo lang. Keine Ahnung. Vögel beobachtet. Jetzt saß ich hier und habe ein bisschen Melone gegessen. Und dann saß da oben doch ein Specht. Und mein menschliches Ich wollte ein Video machen, damit ich ihn unbedingt irgendjemand vielleicht zeigen könnte. Warum machen wir denn das? Warum können wir nicht einfach genießen? Den Moment, so wie er ist. Interessant, die Menschlichkeit, ne? Und das, was wir antrainiert und gelernt haben, dass wir so agieren, dass wir das machen, sagen. Und wir haben jede Zeit die Möglichkeit, es zu verändern. Wie alles im Leben. Jeden Moment kannst du dich neu entscheiden, mutig sein, Liebe sein. Du kannst natürlich auch böse sein und meckern oder laut werden, dich zeigen oder in die Stille. Alles ist da. Alles darf sein. Ich verstehe immer mehr dieses Wir sind eins. Es ist immer nur eine Projektion dem gegenüber, was man sieht in außen. Das kann man sich nicht vorstellen, ne? Das kann man sich so viele Sachen nicht vorstellen. Und das ist alles da. Nur wenn man es nicht sehen oder fühlen kann oder es vielleicht selbst nicht erfahren hat. Eine Reise des Lebens, eine Reise auf der Erde, als Mensch, als Tier. Wir haben uns lieb. Schön, dass du da bist. Danke. Danke Leben. Danke Körper. Danke Bewusstwerdung. Danke Handy, Internet, Technik. Danke, dank euch für einen Daumen, Kommentar. Vorschläge, das Leben ist toll.
und kann auch mal herausfordernd sein.